Okay. Male Ward, Female Ward. Da liegt ein Eimer, Alter, alles ist rot. Blutrot. Da vorne geht es eh nicht weiter, ist eine Gittertür. Gittertüren sind das Indizzeichen für abgeschlossen. Der Herr, eine Hilfe vielleicht? Sag mal, Alter, was? Warum ist das da oben so hell? LED wahrscheinlich. Aber der wollte wahrscheinlich auch den fetten Sprung machen, aber hat leider verfehlt. Vor allem, wer schmeißt denn hier Leute runter? Wir sind eh nicht alleine. Alter, was ist denn? Alter! Sag mal, wer? Also, ich glaube, bald werden wir auch so enden. Nicht lange und. Ist das ein Wachmann? Was macht ein Wachmann hier unten? Der wird ja wahrscheinlich auch fliehen. Wett! Ich geh jetzt hier durch. Ja, was sind das für Geräusche? Ich habe so gesagt, das ist total schräg, diese Soundkulisse. Alter, Alter. Charakter zittert an allen Körperecken. Jetzt eh zu. Speichert. Also Erdbeben oder was passiert denn da? Ich lade es mal nach. Ich glaube, das übelste Erde gewackelt. Was? Was für Geräusche hier ist zu? Haben wir nicht gerade an der Tür da gerüttelt? Wieso sollen wir hier wieder? Sag mal. Leck mich! Spaß. So wie immer wollte. Ah. Ich mach mal hier zu. Man helfen wird's eh nicht, aber vielleicht ein bisschen. Du kannst mir nicht erzählen, dass das hier mal alles begehbar war. Dass hier mal wirklich Leute rumgegangen sind und bewacht haben und ich meine, Licht ist hier fehl am Platz. Irgendwie bei denen. Liegt eine Batterie. Weitergehen tut sie aber nicht. Ich kann ein bisschen schneller hier durch. Ja, will ich auch ehrlich gesagt ganz schnell hier wieder raus. Hilfe. Na komm. Geht das? Jetzt geht's. Ist wieder abgebrochen, da hinten ist eine Treppe. Oh, da hängt schon einer ab. Wieder abbeben? Nein. Ist nichts. Okay, der Charakter kommt ein bisschen runter. Ich hatte irgendwas anderes durchs Wasser gehen gehört. Ich hoffe, hier ist keine Begegnungszone. Was war denn das denn? So ein komischer Stock oder was auch immer. Ich kann ja gar nichts mehr unterscheiden. Hier geht's weiter, da geht's weiter. Ich geh jetzt mal hier lang. Davon ist Licht. Ob das ein gutes Zeichen ist, das werden wir gleich rausfinden. Davor suche ich mal hier ein bisschen was ab. Weil da unten ist noch eine Lücke im System. Da geht's wieder hoch. Eine Batterie, sehr gut. Alter, 9 von 10. Ich lade das mal nach. Jetzt sind wir wieder 8 von 10. Wir werden vielleicht echt mal unser Goal erreichen. 10 von 10. Bin ich fest davon überzeugt. So, hier war eh nichts. Ich sehe zu. Oh, ich habe Angst.
Oh, moin der Herr. Dürfte ich die mir nehmen? Danke. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Okay. Ich gehe aber extra übrigens immer nur in Tab, damit ich bei den Dokumenten hier diese Überschrift lesen kann. Es blutet immer noch. Bin schon schwach. Kalt. Es blutet immer noch. Aber es tut nicht mehr weh. Und ich habe fast Ruhe. Ich kann den Warrider nicht mehr hören. Vielleicht klingt die Therapie langsam ab. Ich kann mich nicht mehr an die Träume erinnern. Mir wurde gesagt, ich könnte mir eine Entlassung von diesem Ort verdienen, wenn ich die Therapie über mich ergehen lassen würde. Lügen. Natürlich haben sie gelogen. Das war keine Therapie. Wir wurden geopfert, um einen Dämon zu beschwören. Bitte nur keine Träume. Die einzige Hölle. Also Hölle würde er wahrscheinlich schreiben. Okay, also die wurden hier zu Therapien gezwungen und wurden halt beschissen dabei. Nur um diesen Warrider anzuglauben. Der Doktor, der verstarb, obwohl er nicht mal hier, also nee, wie war das, bevor er überhaupt arbeiten hier zu begann. Warum rumpelt das hier so? Was ist denn das hier für eine instabile Scheiße? Ich möchte ja bald raus. Fett ist da. Die Musik und da hinten, ich höre schon die Ketten und es ist schon wieder Weihnachten, glaube ich. Ich habe noch keine Dekoration rausgeholt. Merkt ihr das, wenn ich hier rumlaufe? Ich möchte da in die Mitte das Licht. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Kommt zu uns, die Augen schauen zu uns. Ich bin nur ein einsamer Frosch, der nicht von einem Krokodil gefressen werden möchte. Das Licht ist, glaube ich, keine gute Option, aber wir müssen. Denn das, was keine gute Option ist, hat meistens eine Wirkung. Leiter, Treppe, ich gehe. Fetti, du, what the? Ja, Fetti, goodbye. Da kommt er eh nicht hoch. Du, helf mal, Alter, hau die Kiste runter und ich mache hier zu, ne? Also falls Fetti kommen sollte, sag ihm, ich bin auf Klo. Mailbot. Ich habe ihn, glaube ich, hier abgehängt. Alter, du nicht auch noch. Nein! Ah! Aua! Ja, ich gehe schon weg, okay. Boah. Wo lang überhaupt? Ah! Ah, moin, tschüss. Boah, bin ich richtig? Alter, ich bin richtig. Boah, kommt da? Hallo? Sag mal, willst du dich entschuldigen? Der ist weg. Okay. Okay. Besser so. Alter, meine Fresse. Von einem in den anderen. Und das ist schon wieder hier rot alles. Was war das denn? Das ist der Typ von oben, glaube ich. Boah, wie creepy. Habe ich mich verjagt. Bist du noch hier? War das nicht der eine Typ, den wir gesehen haben? Ist das so eine gute Idee? Was sind das für Geräusche? Wer schreit denn da so? Ich gehe jetzt hier durch. Natürlich. Speichert. Speichert. Mailboard. Ich lade mal nach. Weil wir wissen nicht, in welches nächstes Unglück, in welches Unglück wir noch stürzen werden. Da vorne, wo geht es da überhaupt lang? Einfach zu weiteren Kreuzungen. Hier wird man sich niemals zurechtfinden. Alter! Was für ein Leichenberg. Ein Festmahl für die Fliegen. Ich hätte nie gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum. Tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Alter, wer macht denn sowas? Guck mal, wie das schon schimmelt überhaupt überall. Das erinnert mich so ein bisschen an,
Das erinnert mich übelst so an diese Katakomben von Paris. Kennt das jemand? Da gibt es so eine RTL-Doku von 2007 oder 2006. Die gibt es auf YouTube in so zwei Teilen. Das muss man sich mal reinziehen. Erreiche das Hauptgeschoss der Männer. Hauptgeschoss! Also so eine Kriegsmaschine wahrscheinlich. Hier müssen wir wahrscheinlich bewegen, haben wir so, oder? Gedrückt und bewege vorwärts. Ach, da ist er ja. Hast du dich ein bisschen erholt? Von deinem Lauftraining? Ich meine, die Füße müssten hier schon auch. Mach bloß keinen Scheiß, okay? Boah, wenn da vorne jemand stehen würde, einfach so uns beobachten würde, das wäre so creepy. Ich lasse ihn mal da drin. Ich glaube, der hat nicht mehr lange Lebenszeit. Und der hatte überhaupt keine mehr. Alter. Boah. Was? Finger first. Warte mal. Geplante Folter. Je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in dieses gottverdammten, in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen eine Teergrube. In diesem Keller wurden Leute gefoltert mit Methode. An der Wand steht geschrieben: Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Was? Die Folter wird von jemandem angeleitet. Er gibt Anweisungen. Was? Warum? Was? Also, schau mal die Leute da an. Wieso gehen hier Fußabdrücke entlang? Hier waren wir noch nicht. Das waren nicht wir. Und hier hören sie auf. Ich möchte nach oben. Ist das eigentlich oben sicherer? Jetzt so mal so eine Frage. Ist es oben eigentlich sicherer in einer Oberfläche? Draußen? Bei dem Wind oder Wetter, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Wetter oder. Was war das? Da kommt doch nicht durch, oder? Jetzt hör mal auf! Ey! Sag mal, dass er aufhören soll. Alter, ich mähe dich um. Na gut. Hat sich hoffentlich wieder beruhigt. Oh, das ist eine Kam das ist eine Kamera? Murin, natürlich, die haben alles von Murin. Und hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Ich muss die Scheißkiste wegräumen. Das ist die dümmste Idee, die ich auf der Welt habe. Ich mache sogar trotzdem die Tür zu. Das wird so schief gehen. Das reicht, glaube ich, ja. So, wer bummert hier? Ich lasse ihn da drin. Alter, wo sind wir denn? Du kannst mir nicht erzählen, dass das hier alles mal in Betrieb war und das alles so gut mal ausgesehen hat. Was wurde denn hier alles gemacht? Hier wurden. Sind hier irgendwie so, keine Ahnung. Irgendwelche Abstellscheiße, Lagerräume oder irgendwie sowas? Oder Operation wahrscheinlich, ja. Ja, eindeutig. Wer ist das da vorne? Ist das der Priester? Nein. Batterie. Was? Wer macht denn hier so komische Geräusche? Zu lebendig, zu lebendig, zu lebendig. Wernicke wartet dort auf mich. Was? Wernicke ist doch schon tot. Das sind Mitarbeiter. Sieht mir so damit danach aus. Das wäre was zum Schieben. Wir müssen da, glaube ich, rein. Boah. Sieht da einfach so offen rum. Sogar angefesselt noch. Das ist ein Dokument. Angefesselt auch noch. Alter. Kostenbericht Projekt Wallrider.
Krankenbericht von Rick Traeger, den haben wir schon mal gehört, den Namen. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen ersten Kniffe noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Warrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mir absolut Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Niere nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Tja. Das ist nun der Rick Traeger. Und da hat anscheinend ein bisschen das Geschäft gelitten. Darf nicht schlafen, Wernicke, warte. Junge, Wernicke ist tot. Seit 2009, wir haben 2013. Junge, wie lange sitzt er überhaupt da schon? Jetzt habe ich mal eine andere Frage eigentlich. Wir sind ja schon Stunden, also wir sind da laut dem Video, sind wir schon 1 Stunde 25, drehen wir schon allein das Video. Jetzt muss das sich mal vorstellen, wie lange sind wir überhaupt schon hier drinnen? Weil wir waren ja noch bewusstlos und in dieser komischen Zelle dann aufgewacht. Wie lange sind wir schon drinnen? Der Typ hat nichts gegessen, nichts getrunken in der Zeit. Wie? Wie kann man das überhaupt überleben? Der Typ ist, der ist ein Wunderwirker. Was? Ja, beruhig dich. Fuck, da kommen Leute. Nein, nein, ich will kein Fleisch. Ich habe schon gegessen. Also fast. Also. Ich bin mal weg, ne? Tschüss. Oh shit, die kommen. Boah. Mach zu, den Laden. Doch, 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 ich kann mich verstecken. Reicht das? Ich glaube, das reicht. Das war, glaube ich, jetzt keine gute Idee. Wow, 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 wow. Wow, shit. Wo lang? Da rein? Hau zu! Moin! Wow. Was? Oh, scheiße. Wallrider? Nein, 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 lass den Wallrider in Frieden. Ich renne da jetzt lang. Ich renne da jetzt lang, okay? Ich scheiß auf den scheiß Wallrider. Die kommt, die fuck, die kommt. Alter. Leck mich doch einfach, Alter. Alter. Wer war das? Das war ja nicht einer allein, das waren drei oder sowas. Drei oder vier Stück. Wer wohnt hier unten? Auf einmal sind hier Leute. Ich meine, natürlich, die ganze Zeit waren hier schon Leute, aber. Aber auf einmal sind hier Leute einfach. Wie? Was? Oh shit! Da geht's nicht. Da oben, da oben, da, 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 da. Boah, was? Jetzt habe ich sie jedoch, oder? Ich renne jetzt einfach weiter, okay? Da rein. Zu. Was? Ja, ja, ich will leben. Ja. Mach zu. Boah, shit! Alter! Was? Alter! Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? Was? Ja, His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hm? Have a little confab, blah blah. Ja, okay. Hellier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Ja, ich bin gerade, Alter, ich bin da gerade gerannt wie im Olympia. Gegen diese Mongoose da. Alter, ich bin total, Alter, ich bin total durch. Ich bin total auf dem Trip. Wohin bringst du mich überhaupt? Warum fesselst du mich überhaupt? Warum hast du überhaupt eine Maske auf? Und wieso liegen hier überall Leichen? You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here.
Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Ja, du musst mich erst da loslassen, dann kann ich da hoch. Okay, draußen pisselst du noch immer, ne? Aber gut. Was ist das überhaupt für ein Lift? Alter, zieh dir bitte was an. Boah, wie die Haare da oben kleben. Was ist das überhaupt für ein Kabel da? Ein Netzkabel wahrscheinlich. Ja, ist gechippt schon. Warum ist da Blut? Ihr fragt besser gar nicht, oder? Das ist irgendwie ein bisschen baufällig, ne? Das ganze Gebäude ist ein bisschen baufällig. Moin. We're putting that tone to any use anyway. Was? Truth be told, I was just trying to look at my own stairs. Okay. Here we are then. Thank you so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment or two. Was für eine Behandlung? Um was geht's da? Ich habe keine Einwandlung. Ach ja. No movies. And it'll give us a chance to talk. Er kennt sich natürlich voll aus. Boah, Junge. Was liegt da eigentlich? Was ist da hinten für eine Schere? You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. Ja, und? I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou Bible thing. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit. Ja, schön und gut, ne? Many people get scared. There's like the turn of God as anything else. And God died with the gold standard. We're onto a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest one, but what happens when all the money's gone? Finger in Ruhe und leg diese Waffen da weg. Was? You paying attention? Don't pass out on me. There's so much for you to absorb. Dad. Alter. Here's an old cheat here. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Alter. Boah, da guckt dann noch der Knochen raus. Boah. Alter, was ist denn das für ein Typ? Boah, jawohl. Hätte man das früher gemacht. Wie viel Blut hier ist. Da wären wir hier niemals hingegangen. Alter. Boah, ich muss jetzt erstmal hier filmen, alles, Alter. Ich meine, wir haben eh alles gefilmt. Alter. Der Typ, der ist doch sowas von verrückt. Jetzt hat er die ganzen Waffen hier weggelegt. Mann, ich hätte mir gerne eine genommen. Alter, was ist für ein Bastard? Ist er jetzt noch da? Ja, ich komm näher. Wenn du mir nichts tust. Dich finden. Nobody. Ich bin weg. Er kommt. Oh oh. Der sieht mich, oder? Nee. I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special. Alter, was? Was für ein Bastard.
Dr. Rick Traeger. Traeger, dieser verrückte Scheißkerl hat mir die Finger abgeschnitten. Er hat Dutzende Patienten gefoltert und zerfleischt. Ich sehe, wie er noch jemanden ermordet. Kann nichts dagegen tun. Spricht wie ein trotteliger Angestellter von der Wirtschaftsschule. Hat wahrscheinlich Golfschläger im Kofferraum seines Audis. Ich verwette meinen restlichen Finger, dass er ein hohes Tier bei Murkoff war, bevor ihn das, was diesen Ort infiziert, verändert hat. Ich will weg hier. Ich will meinen verdammten Finger zurück. Ich will sehen, wie Traeger stirbt. Wo geht denn er jetzt überhaupt hin? Oh nein, er geht in einen Behandlungsraum. Traeger, ich, Fuck, really? You aren't gonna walk on me? If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a queer! Come on! Was? Ich verstecke mich hier drunter. Er hat gesehen, dass wir jetzt weg sind. Nein. Traeger? Du. Hey, nobody likes a quitter. Wo rennt denn der jetzt? Der hat noch einen Termin. Für diesen Schlüssel. Shit. Na toll.